Okay, gut. Wir verlassen erstmal die Wohnung hier. Oder warte mal, wir können uns vielleicht noch umziehen. Und vorher rufen wir Michael an. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you've been hanging with, Franklin. Okay, speichern brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir ziehen uns mal um. Gucken, was haben wir denn? Outfits. Weißes Tanktop mit Jogginghose. Gucken, was es noch so gibt, ansonsten nehmen wir das. Jo. Gut. Dann verlassen wir erstmal hier die Wohnung. Hoch. Mal schnell auf der Karte. Was wir denn so machen können. Barry. Wer war denn gleich Barry? Ach ja, genau, der eine Typ. Ja, können wir gar nicht. Wir müssen irgendwie Vorbereitungsmission. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Wir steigen erstmal ins Auto rein. Vielleicht bekommen wir dann noch irgendwie eine Nachricht oder so. Was haben wir da? Einen blauen Punkt. Fahren wir mal hin. Don't be a dick, bro. I'm trying to look out for you. Just give me the key. Was ist das? Trevor, Dad. Totally fine. Just had a couple of beers. What are you talking about? We had like six shots each. Look at you. Will you two just make out already? Hey, can you give me a ride? Just so Boy Scout there can get his buzzkill badge. There's my car. No. Okay. Sollen wir jetzt echt mitnehmen? Oh, by the way, that's entirely your fault. Okay, weg ist er. Das war's wohl. Na okay, darauf wollen wir jetzt sowieso nicht aus. Mal gucken, ob wir irgendwie eine neue Nachricht haben. Aha. Brad ist aus dem Knast. Ja, schön. Noch. Vom Waffenladen eine Nachricht, noch eine. Gut. Mal schnell, aber die SMS nenne. Na ja, okay. Wenn nichts Neues ist, dann fahren wir das mal woanders hin. Müssen wir mal schauen, was so in der Nähe ist. Hm, so, jetzt haben wir gerade ein SMS bekommen. Wenn man vom Teufel spricht. Ah, verdammt. Macht das Rad hier aus. Oh Gott, ey, schon wieder vorbei. Mein Gott, lass ich scheiß Radio an. Mach ich zur Not dann lieber im Nachhinein weg. Ich hab jetzt keinen Bock, das immer nacheinander auszuschalten. Das dauert echt. Und dann verklickt man sich ja dauernd. Ich jedenfalls. Ist egal, lass ich jetzt an. Wir fahren wieder zum Hafen und kümmern uns mal um so ein U-Boot. Völlig 4 Kilometer ist aber ordentlicher Weg. Wir holen uns mal einen anderen Wagen. Der hier sieht doch schick aus. Da geht's doch schon schön drin ab. Aber klang irgendwie von draußen lauter. Weiß ja nicht, ob der den Lautsprecher nach außen hat. Wer weiß. Outside your house.
Der Weg kommt uns langsam auch schon echt bekannt vor hier. Wieder an dem Stadion hier oder was das sein soll. Da wo auch die eine Mission hier mit Fame und Shame war. Wo wir Tracy gerettet haben, mehr oder weniger. Ja komm, wir fahren jetzt einfach hier lang. Schauen wir mal, da gibt's noch einen neuen Weg. Ne, gibt's nicht. Also wieder umdrehen. Vielleicht sind noch über 3 Kilometer, ja, haben wir noch einen ordentlichen Weg vor uns. Das Auto sieht jetzt nicht mehr so fit aus irgendwie. Na komm, zur Not haben wir uns halt einen neuen Wagen. Wenn wir vielleicht was Schickes sehen, dann halten wir nochmal an. Wir nehmen gleich mal den Wagen hier. Der ist eh bewusstlos. Och nee. Vielleicht die Polizei hier. Ah nee, ist gar nicht die Polizei. Aha, geil. So eine schwule Gang. Und vielleicht wieder die rosanen Wildschweine. Ha, lächerlich. So, noch knapp 1,5 Kilometer. Sollte ja nicht mehr so lang dauern. Nuclear Family. Genau. Murdered at a house party in Chumash. Chad and Shanice Morgan are getting divorced. A super club is coming to East Los Santos. Partygoers at a house in Chumash were horrified when a guest was killed seemingly by a sniper's bullet. Tahir Javan was smoking on an outside terrace when he was gunned down. Police are wondering as to why this much-loved Azerbaijani American, who was a noted philanthropist and community leader, would be targeted. Celebrity news. Despite weeks of marriage counseling, Shanice Mulligan has been unable to forgive her husband. Okay, da. Ah ja, stimmt. Da vorne ist das U-Boot. Ist nur die Frage, wie wir das uns holen. Vielleicht können wir das Seil irgendwie durchschießen. Und Sniper. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir mit dem Sniper einfach so dastehen. Na, wir gucken mal, solange uns keiner sieht. Vielleicht können wir das irgendwie durchschießen. Vielleicht die Gewinden hier. Die Gewindeteile da. Oder vielleicht direkt das Seil. Oh ja, geht sogar. Geil. Gut, da müssen wir nicht erst hinlaufen. Sehr gut. Ich hoffe nur, das reicht dann auch, wenn das im Wasser liegt. Gut, sehr schön. Jetzt einfach ins Wasser springen hier. Mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Da schwimmt auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Gucken, ob wir irgendwie reinkommen. Ja doch, wir müssen da reingehen, oder? Ja gut, klappt. Macht der Deckel auch wieder zu? Steuern. Trevor? Foyt! I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Foyt! Don't go quiet on me or I'll come around and I'll... Well, we both know what I'm talking about. Okay, alright. The bring it around the...
Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I'll look forward to that. Okay, well, that's more like it. So müssen wir doch eigentlich langsam mal da sein, oder? Wo ist das denn? Oder hier unten durch? Gucken, ob es unten durchgeht vielleicht. Nee. Sollen wir jetzt einfach aussteigen aus dem? Ich weiß nicht. Wir gucken mal auf die Karte. Entweder wir sind jetzt einfach nur falsch gefahren. Ah, ja, geil. Wir sind komplett falsch. Wir müssen hier rüber. Ah, nee, oder? Fuck. Ja, nee, können wir gleich wieder einsteigen ins U-Boot. Ins Mini-U-Boot hier. Und dann rüber. Ach, nee, ey. Ich bin den ganzen Weg umsonst gefahren. Schade. So, dann einmal nochmal komplett durchs Becken hier schwimmen. Dann müssten wir eigentlich auch langsam mal da sein, oder? Vor allem das so arsch langsam, ey. Oh. Aber für die Methode, die wir gewählt haben, diese Frachtermethode, brauchen wir, ich glaube, nur das U-Boot. Da brauchen wir gar nicht. Für die andere Mission auf Hochsee, da hätten wir noch einen Helikopter gebraucht. Aber brauchen wir so gar nicht. Wir brauchen, ich glaube, nur das U-Boot, dann irgendjemand, der den Frachter hochjagt. Und danach ein Schützen, der irgendwie auf der anderen Seite steht oder auf der Brücke da. Eigentlich müssen wir, wenn wir das U-Boot jetzt gesichert haben, müssen wir dann eigentlich schon diesen Überfall da starten können. Mal schauen, wir gucken erstmal schnell auf der Karte, ob wir auch auf dem richtigen Weg sind. Ja, einmal komplett rum hier. Oder hätten wir hier durchgekonnt? Vielleicht hätten wir hier gleich durchgekonnt. Ah, verdammt. Das kann natürlich sein. Naja, ist egal. Wir sind jetzt einmal auf dem Weg. Können wir auch hier weitermachen. Sollte er eh nicht mehr so weit sein. Und ich war mir eh nicht so sicher, ob es da durchgeht. Von daher passt das hier schon. Oh, ein Felsen hier ein bisschen vorbei. Achtung. Oh, ein Stückchen nach oben hier. Ein Stück rüber noch. Vor allem auch sehr schön, dass es niemandem auffällt, dass wir das U-Boot erstmal von dem Seilen da schießen. Das ist natürlich nett, ne? So, gucken wir noch schnell auf die Karte, aber ich glaube, wir sind richtig. Oh Gott, wir sind das da. Oh Gott. Ich dachte, wir wären schon hier so. Nein. Ach, naja. Machen wir noch ein Stück vor uns, na super. Gott, ich kann das Teil nicht etwas schneller fahren.
schläfst echt ein hier. So, wir gehen ein Stück rüber hier. So, da drüben müssen wir vermutlich rein. Dann sollten wir dann mal langsam mal näher kommen hier. Karte nach. Okay, hier dürfen wir jetzt noch nicht rein. Okay, da müssen wir noch vorbei. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir da jetzt hier reinfahren. Da ungefähr lang. Ey, cool, wenn dieses Mini-Robot irgendwie eine Rakete hätte. Am besten gleich so. So ein hier, wie heißen die Teile? So eine. Ach, keine Ahnung, wie heißen denn die Teile? Diese komischen Unterwasserraketen. Nicht Turbine. Ach, keine Ahnung, komme ich gerade auf den Namen. Kann aber jemand in die Kommentare schreiben, wenn derjenige weiß, was ich meine. So eine Unterwasserrakete hier von den U-Booten da. Na egal, sowas wäre geil, wenn wir das gleich auf diesen Frachter da schießen könnten und der würde gleich so hochgehen. Aber so klappt das hier bestimmt nicht. Da vorne ist auch schon das Ziel. Endlich geschafft. Jetzt bin ich auf den Namen gekommen, Torpedo. Genau. Floyd, you there? Yes, sir. I'm on the crane. The surface, and I'll bring you shoreside. All right. Gut, dann fahren wir bis zu dem Ring vor hier. Und dann nach oben. Ach, das sieht uns sogar so schon praktisch. Gut, okay, und jetzt bestimmt wieder zurück zum Lagerhaus. Ja. Irgendwo müssen wir das ja ablagern. Ja, genau, zum Lagerhaus. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Oh, yes, you can park it there. Oh, verdammt, ich hab den Anhänger vergessen. Aha, fuck. Nicht, dass da auch irgendwie Punkte bei dieser Goldmedaille gibt, irgendwie den Anhänger nicht zu verlieren. Aber das wäre jetzt natürlich schlecht.
Natürlich schlecht, mit Anhänger kann man natürlich nicht so gut rückwärts fahren, das habe ich nicht bedacht. Gut. Dann fahren wir nochmal eine Runde im Kreis hier. Ah, ja, gerade so geschafft. Und jetzt rein. Gut. You're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweetmeats. Now get out of here. Wir steigen mal mit ein hier. Kann man gar nicht, schade. Na okay. Der haut ab und wir werden auch gleich mal abhauen. Du darfst nicht an Bord. Ja genau, das ist gut. War bestimmt, weil wir das U-Boot runtergeschossen haben. Okay, die Missionszeit haben wir nicht geschafft, aber können wir alles noch nachholen.